Schweriner Innensee zum Beispiel, haben wir hier die Untiferraco. Wir befinden uns hier gerade an der Osttonne. Und dieses Kardinalsystem ist so aufgebaut, dass die Himmelsrichtungen dargestellt werden. Norden, Osten, Süden, Westen. Das heißt also, wenn ich auf diese Tonne zufahre, soll ich dieses Hindernis im Osten umfahren. Komm weiter rum, soll das Hindernis im Norden umfahren, dann im Süden und im Westen. So werde ich einmal komplett rumgelenkt um diese Untiefe. Wir haben auf dem Schweriner Ziegelsee Untiefentonnen und auf dem Schweriner Außensee Untiefentonnen. Da sollen Sportbootfahrer eben vor Gefahren geschützt werden, dass sie da nicht auflaufen. Hier passiert es leider häufig, dass Sportbootfahrer, die aus der Stör kommen, vielleicht sich nicht genug informiert haben über den Schweriner See und zum Schweriner Schloss fahren wollen, den Weg abkürzen, weil sie müssen diese Untiefe umfahren, wollen aber den Weg abkürzen zum Schweriner Schloss und fahren sich dann an dieser Untiefe fest. Man kann es natürlich erstmal mit eigener Kraft versuchen. Da gibt es ja Manöver vorwärts, rückwärts. Führt meistens nicht zum Erfolg. Dann rufen die Sportbootführer dann bei uns, bei der Wasserschutz an und wir werden uns dann mit einem großen Boot hinbegeben. Wenn wir es können, versuchen wir abzuschleppen, aber in der Regel wird es die Wasserwacht machen. Die haben ein kleineres Boot und werden dann die Leute freischleppen.